Damit wir uns gleich richtig verstehen müssen. Al hat mich in der Hand. Ich habe einmal einen ärztlichen Kunstfehler begangen, verstehen Sie? Und er bekam es heraus. Aha, und darum sind Sie jetzt einer seiner Galeerensklaven. Er bezahlt mir als Betriebsarzt $15,000 im Jahr. Die Arbeit ist praktisch gleich null. So habe ich reichlich Zeit für meine Experimente. Ach ja, für die Auferweckung der Toten. Ja, ich weiß, Sie halten das für Unsinn. Aber Sie müssen wissen, dass ich als Kind meinen Vater an einer Streptokokkeninfektion sterben sah. Ich war jung und eindrucksfähig. Ich erinnere mich noch genau. Es war März. Auf dem Fensterbrett lag noch Schnee. Und die Spatzen veranstalteten einen mächtigen Lärm. Meine Mutter kniete vor dem Bett und betete ein Vaterunser nach dem anderen. Und als es vorbei war, warf die Pflegerin einen Blick auf die Uhr, trug die Todeszeit in ihr Buch ein und sagte, jetzt ist seiner armen Seele wohl. Sie sagte es in ihrem berufsmäßigen Ton.